die ist natürlich auch passwortgesichert. Verdammt, was machen wir denn da bloß? Hallöchen und herzlich willkommen zur wohl gemeinsten Ausgabe von unserem Minecraft Troll Wars mit mir, eurem Trollkönig, dem Lokopa. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich was wirklich ziemlich Fieses mit euch vor. Ich glaube, nach dieser Folge wird mich Loro 4 teilen, eventuell sogar aus dem Projekt verbannen. Vergesst, dass wir Loro Space in Pink angemalt oder ihm ein Haus aus TNT geschenkt haben. Der heutige Troll hat es wirklich in sich, denn heute werden wir Loros Passwörter in Minecraft hacken. Ich hoffe, dass es soweit funktioniert. Ich habe da die letzten 2 Tage was ganz Tolles präpariert. Wer es nicht kennen sollte, ich werde es mal ganz kurz zeigen. Loro arbeitet genauso wie ich mit diesen verschlüsselten Truhen, ja? Das heißt, hier können wir zum Beispiel, ja, seltene Items verstauen und keiner kann an diese herankommen, es sei denn, wir kennen das Passwort. Und ich habe jetzt, da kommt ihr nie drauf, etwas, ja, kleines Lustiges in meiner linken Hand. Mein Kollege hatte auch eben gerade ziemlich viel Spaß damit. So eine Art Chip und damit können wir theoretisch die Passwörter aus Security Craft, aus diesen verschlüsselten Truhen auslesen. Ja, apropos Trollen, mich hat hier auch irgendwer geärgert. Ich sehe hier eine ganze Schlange an Troll-TNT. Ja, was habe ich gelacht? Dieses TNT, wer es nicht kennen sollte, können wir nicht abbauen. Ansonsten, ja, vervielfältigt sich das und wir müssen es anzünden, damit wir das hier wegbekommen. Dann haben wir hier im Übrigen, einer ist hier künstlerisch als auch lyrisch hier, ja, ist hier komplett ausgeflippt. Wir haben hier einige Schilder. Hier zum Beispiel, wusstest du, dass blaue Schafe hässlich sind? Pink ist ja viel schöner. Was haben wir hier? Züge sind sehr intelligente Wesen. Ah ja, ich glaube, der hier die Schilder aufgebaut hat, der hat das auch in vollen Zügen genossen, ne? Ich habe heute Pizza gegessen und mich aufs Maul gelegt. Ich mag deine Frisur. Das ist eine komische Sumpfpflanze, die da aus meinem Kopf wächst. Was haben wir hier? Irgendwie fühle ich mich von Kisten angezogen. Kommt immer auf die Kiste an, ne? Also wenn da Diamanten drin sind, dann ja, würde ich mich sogar schon fast ausgezogen fühlen. Hier sind wir auf jeden Fall bei Loro Space. Ogolikus is watching you. Das ist ein logischer NSA oder was? Hallo? Hallo, Ibims Loro, er hat tatsächlich unsere Figürchen nicht abgebaut. Da gab es im Übrigen ein ganz tolles Fanart, das muss ich gerade mal einblenden. Ich glaube, sowas würde ich mir echt kaufen, wenn es sowas geben würde. Gerne mehr von solchen Fanarts. Okay, jetzt kommen wir endlich zum Eigentlichen. Wie gesagt, ich habe hier einen Chip und damit können wir jetzt die Passwörter hacken. Wir müssen allerdings erstmal in Loro Space kommen, die hat er ja komplett eingemauert. Das Problem ist halt, das sind alles verstärkte Blöcke, die können wir nicht abbauen. Aber ich hatte ja hier tatsächlich einen eigenen Block, während er hier seinen Bunker gebaut hat, hier irgendwo eingepflanzt. Ich muss den... Ja, hier, guck mal hier. Hier haben wir auf jeden Fall Loro Space und hier sind seine wertvollen Items, natürlich alle verschlüsselt, ne? So, jetzt kommen wir zum Technischen und das wird jetzt unendlich witzig. Wir müssen als erstes Folgendes tun. Wir müssen für diesen Troll, damit wir hier reinkommen, erstmal hier ein konstantes Redstone-Signal auslösen. Denn wenn wir jetzt das Passwort erraten, dann muss die Tür offen bleiben. Und das wird halt mit diesem Schalter, mit diesem Hebel habe ich das auf jeden Fall getan. Dann als nächstes, und jetzt müsst ihr mir die Daumen drücken, ich hoffe, dass es funktioniert, werde ich einfach mal hier das Numpad aktivieren. Und hier müssen wir jetzt theoretisch Loros Passwort, was ich nicht kenne, eintippen. Aber ich habe hier einen Chip und der Chip probiert ganz viele Zahlen aus. Hunderte pro Sekunde. Ziemlich lustig. Achtung, ich werde ihn jetzt gerade mal hier in meinen Computer stecken. Komm schon. Ja. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Yes! Vor allen Dingen, wie schnell das ist. Man sieht überhaupt nicht, wie viele Zahlen der gerade eintippt. Alter, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, ich freue mich gerade, wenn das funktioniert. Oh, ihr werdet mich dafür hassen. Ich werde so viele negative Kommentare wieder bekommen. Ich werde wieder beleidigt und... Oh, das wird nicht schön. Das wird nicht schön. Ah, ist das herrlich. Vielleicht bin ich auch gar nicht Lokopa. Vielleicht bin ich auch Edward Snowden, der sich als Lokopa hier verkleidet hat. Aber ich meine, das A in Copa steht halt für asozial. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Das ist, wie gesagt, nicht vorgespult, ne? Ach, das ist Trolling auf sehr hohem Niveau, glaube ich. Wir hacken uns wirklich in Loros Dingens rein. Ne. Oh, ich muss das auch... Moment. Danke nochmal an den Hacker, der mir da geholfen hat. Das ist ja echt cool. Wir sind drinne. Wir sind drinne. Wir haben es geschafft. Nächste Hürde. Wir haben halt jetzt da hinten... diesen komischen Totem, der wird uns direkt abschießen. Deswegen werde ich jetzt Folgendes tun. Ich werde ja einfach mal hier eine Kiste aufbauen. So. Und hier werde ich erstmal meine ganzen Items verstauen. Und dann versuchen wir einfach mal, diesen Totem auszuschalten. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe, dass ich da noch rauskomme. Obwohl, das Ding könnte mich ja abschießen. Ich glaube... Ach. Wir probieren es einfach mal. Ja, YOLO. Alter, wir kommen da nicht mehr raus, ne? Ich versuche es. Ich versuche es. Ich gehe jetzt rein. Das Ding funktioniert nicht. Leute, ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen. Oh nein. Na toll, wir kommen hier nicht mehr raus. Das ist gar nicht gut. Wir haben da ein kleines Problemchen.
Gut, ich meine, das ist natürlich kein Problem. Wir müssen jetzt halt mit Redstone uns Schuhe craften. Und ich hoffe, dass er irgendwas Nützliches in seinen Truhen hat. Ich würde sagen, wir werden dann jetzt mal weiter hacken, oder? Ach shit, die ist natürlich auch passwortgesichert. Verdammt, was machen wir denn da bloß? Ich könnte mich natürlich mit der Morph-Mod auch rausbuggen. Aber ich wollte ja keine Glitches in diesem Video verwenden. Das ist ja alles legitim, was ich hier mache. Lore ist schon irgendwie immer das Opfer, oder? Ich weiß, ich werde wieder zu Tode beleidigt, aber können wir das nicht vielleicht irgendwie die Trolls wie eine Pizza bewerten, dass ihr irgendwie sagt, ja, der Troll war irgendwie Käse oder der Troll war so geschmacklos wie der Pizzaboden oder sowas. Das wäre doch was. Oder geschmacklos wie ein Glas Wasser. Das sind Beleidigungen, die ich gerne in den Kommentaren lesen würde. Aber ganz ehrlich, es hat einen riesen Vorteil. Wenn ich ihm jetzt ganz viele Items klaue, dann braucht er sich gar keine Sorgen mehr drum zu machen, denn er hat einfach nichts mehr, worum er sich Sorgen machen muss. Versteht ihr? Nein, das kann nicht wahr sein. Wieso haben wir diese Kiste ausgewählt? In your face, in your face, in your face. Nice. Ja, danke Logo für dieses kleine Geschenk. Gravity Boots, hier haben wir es schon. Wir brauchen Eisen, Redstone und mehr nicht, ne? Das heißt, wir brauchen nur Redstone und dann können wir uns diese Boots craften, richtig? So, jetzt muss ich nur noch schauen, wo er Redstone versteckt hat. Verdammt. Was haben wir denn hier Feines bekommen? Können wir uns hiermit irgendwie befreien? Hier, Vergiftung. Das klingt doch schon mal gut. Wir können uns in die Luft jagen mit Dynamit. Damit können wir uns besiegen. Yeah! Boah, damit können wir uns befreien. Halleluja. Ich bin auch so blöd. Wieso habe ich mir die Schuhe nicht gecraftet? Ich bin so ein Vollidiot. Okay, hier muss ich... Was haben wir denn hier? Was würde ich denn noch gerne mitnehmen? So als Mitbringsel, ne? Netherwarzen, genau das, was ich haben wollte. Seelensand, damit das Ganze auch wächst. Pass auf, ich werde mich jetzt mit Dynamit bekämpfen. Dann werde ich die Schuhe holen und dann hole ich mir meine Items. Also seine Items. Okay, machen wir es so, ja? Nur als Andenken, falls es nicht klappen sollte. Ja, und jetzt kann Loro nicht mehr sein Portal verwenden. Oh, das tut mir aber leid. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, bitte lass ein Grab entstehen. Ja! Na? Ja, wir haben ja noch ein bisschen Platz. Ich habe ja extra diese Kistenhaustiere mitgenommen, damit wir alles transportieren können. Das sind die Dinger hier. Nein, jetzt hat er Hunger. Hatte ich hier nicht irgendwo Holz? Hast du Hunger? Das ist sogar Schwarzeichenholz. Das magst du doch besonders gerne. Da will ich. Vielleicht mag er auch kein Schwarzeichenholz. Ich bin jetzt auch nicht so der Schwarzbrot-Fan. Ich mag am liebsten so körniges Brot. Das ist okay. Yes, jetzt hat er es gefressen. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal sein Hab und Gut einfach mal in diese Truhenhaustier, in dieses Truhenhaustier legen. Zack, 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 zack. Und guck mal, wir haben sogar Netherwarzen bekommen, ohne dass wir im Nether waren. Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Illuminati-Pad ist ready. Ne, eine Uhr. Ja, weil ich weiß, die habe ich auch bitter nötig, weil ich nicht ganz ticke und Logo auch immer auf dem Zeiger gehe. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber wisst ihr, was ein Problem sein kann? Kennt ihr es vielleicht, wenn ihr so Pudding in den Händen habt und immer alles fallen lässt? Und wäre das nicht verdammt ekelhaft, wenn wir diese Truhe hier mit Logos Items versehentlich in Lava schmeißen? Das wäre schon ungünstig, oder? Nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ich pass auf. Was wir natürlich auch mal machen wollten, ich bin ja jetzt nicht so der Minecraft-Profi. Wann despawnen eigentlich Items? Wenn ich jetzt die Kiste auf den Boden schmeiße mit diesen Items hier, wann wird diese despawnen? Nein, niemals. Niemals würde mir diese Truhe in die Lava fallen. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Die halte ich ganz dolle fest. Die kann nicht brennen. Was? Warum nicht? Moment. Geht das echt nicht? Auch nicht hier mit Feuer? Bei aller Liebe, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh. Gut, nachdem ich jetzt alle Team Loro-Zuschauer auf meiner Seite habe, gucken wir einfach mal, was wir jetzt noch anstellen können in den letzten paar Minuten. Wir müssen auf jeden Fall unsere Items irgendwo anders hin platzieren. Ich glaube, die sind hier nicht mehr sicher. Illuminati-Pad ist ready. Vielleicht kann uns das Illuminati-Pad die Truhe wieder beschaffen. Oh, wir haben einen magischen Buntstift bekommen. In blau. Cool. Damit können wir, Blöcke malen, die wir nur mit einer bestimmten Brille sehen können. Ziemlich lustige Geschichte eigentlich. Okay, ich glaube, da mich jetzt schon einige beleidigt haben. Es war nur ein Scherz. Ich habe natürlich die Kiste vorher getauscht. Das war, hier sind seine Items. Ich habe die natürlich nicht verbrannt. Das war ein anderes Pad. Das war eine leere Kiste. Können wir eigentlich das Truhenhaus hier in die Truhe legen? Es gibt ja diese Baseballschläger-Mod. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass Logo, morgen mit einem Baseballschläger vor meiner Haustür steht. Okay, einen kleinen Mini-Troll möchte ich auf jeden Fall noch bei Stylex machen, weil der regt sich immer so schön auf. Wir haben mittlerweile, ich gucke gerade mal auf die Uhr, Sekunde mal, mittlerweile schon 4 Uhr morgens.
Ja, ich weiß, das ist halt meine normale Aufnahmezeit. Wahrscheinlich wird sich Loro rechnen, indem er hier das Ding sprengt, ne? Hier die Wurst. Stylex, ich habe noch was für dich. Ein kleines TNT-Spiel, so ein klassischer Vanillatroll. Folgendes, ich werde jetzt so einen ganz kleinen Vanillatroll. Ich werde halt hier TNT vergraben. Und dann wird das halt so ein Minenspiel, ne? Also dann werde ich hier noch ein Schild hinschreiben, von wegen hier ist irgendwo ein TNT-Versch... Es ist wirklich ein kleiner Troll, ja? Der Stylex ist sowieso viel zu unterbeschäftigt. Ja, fliegt die meiste Zeit nur durch die Gegend. Jetzt hat er die Gelegenheit, ein kleines Spielchen hier zu spielen. Hallo Stylex, findest du das TNT? Grüße Copa muss ich eigentlich noch dazu schreiben, damit er auch weiß, dass ich das war. Dann als nächstes wollte ich mal ein Minenspiel spielen. Da wird es einen Spaß haben, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Jetzt werden wir Folgendes tun. Wir werden jetzt die Bruchsteine und Pflastersteinminen. So, die werde ich jetzt hier hinblenden. Und eine davon ist die Mine. Mal gucken, ob er sie findet. Ja, das sind nur so kleine Trolls. Weißt du, der Stylex ist ja noch nicht so lange dabei und ich möchte ihn ja nicht direkt verkraulen, ne? Das wäre ja unglaublich langweilig. Ja, ich bin wirklich sehr auf Loros und Stylex Reaktion gespannt. Im nächsten Part werden wir wieder das Locopa Trollroulette starten und vielleicht ein bisschen was an unserem Häuschen bauen, damit das alles ein bisschen schöner aussieht, sofern es überhaupt dann nach meiner Aktion noch existiert. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall bedanke ich mich mal wieder herzlich fürs Zuschauen. Das war der Locopa mit der aktuellsten Folge von Scroll Wars. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss. One.